Hast du dich als Unternehmer auch schon mal gefragt, warum manche deiner Mitarbeiter unmotiviert sind oder warum es oft zu Spannungen im Team kommt? In diesem Video erkläre ich dir, was du tun kannst und warum das für dein Recruiting so wichtig ist. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Du kommst morgens zur Arbeit, bist motiviert und freust dich auf die vor dir liegenden Aufgaben. Doch im Büro sieht das Ganze etwas anders aus. Du spürst keinen Tatendrang bei deinen Mitarbeitern und es herrscht irgendwie unterschwellig dicke Luft. Die Motivation fehlt. Das kann eigentlich immer nur zwei Gründe haben. Der erste: ein Mitarbeiter passt nicht in das Unternehmen. Und der zweite Grund: das allgemeine Arbeitsklima stimmt nicht. Beide Dinge hängen natürlich eng miteinander zusammen. Aber wichtig ist, du darfst an dieser Stelle nicht wegsehen, sondern musst offen und ehrlich auf deine Mitarbeiter zugehen. Meist stecken andere Dinge dahinter, die du als Unternehmer leichter lösen kannst, als du denkst. Ein gutes Arbeitsklima ist ein wichtiger Faktor, der das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Mitarbeiter in deinem Unternehmen beeinflusst. Das Arbeitsklima kann von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, wie zum Beispiel der Art der Arbeit, der Unternehmenskultur, der Führungsstruktur und den Beziehungen zwischen den Mitarbeitern. Ein wichtiger Aspekt beim Arbeitsklima ist auch die Kommunikation innerhalb des Unternehmens. Offene und ehrliche Kommunikation trägt dazu bei, dass sich Mitarbeiter wertgeschätzt und gehört fühlen, während auf der anderen Seite mangelhafte Kommunikation zu Missverständnissen und Unzufriedenheit führen kann. Spreche also mit deinen Mitarbeitern und finde heraus, was du als Unternehmer verbessern kannst. Manchmal ist vielleicht nur ein Mitarbeiter unzufrieden mit seiner Tätigkeit, zieht aber dabei das ganze Team mit runter. An dieser Stelle könntest du das Tätigkeitsfeld des Mitarbeiters nochmal überdenken. Gibt es allerdings starke Spannungen zwischen Mitarbeitern, solltest du dir überlegen, ob du vielleicht ein schwarzes Schaf unter deinen Mitarbeitern hast, also ob einer deiner Mitarbeiter einfach nicht in dein Team passt. Es gibt verschiedene Ursachen für ein schlechtes Arbeitsklima. Wichtig ist, dass du dich aktiv darum kümmerst und was dagegen unternimmst. Ansonsten wirkt sich das schlecht auf dein gesamtes Unternehmen aus. Und genau das wird viel zu oft von Führungskräften unterschätzt. Doch was hat das Arbeitsklima eigentlich mit dem Recruiting zu tun? Nun ja, eigentlich alles. Die Außenwirkung deines Unternehmens ist für potenzielle Bewerber enorm wichtig. Und das interne Arbeitsklima trägt immens viel dazu bei. Denn alles, was in deinem Unternehmen passiert, wird oft auch nach außen getragen. Mitarbeiter reden mit Freunden, Bekannten oder schreiben Bewertungen auf Portalen wie Kununu, wenn sie einmal das Unternehmen verlassen. Das alles hat Auswirkungen auf Bewerber. Suchst du nach neuen Mitarbeitern, schauen diese sich dein Unternehmen genau an und wollen wissen, wie das Betriebsklima denn ist, ob der Chef sich um seine Mitarbeiter kümmert und was die Mitarbeiter so über das Unternehmen sagen. Natürlich kannst du es nicht jedem recht machen, aber du als Unternehmer bist in der Verantwortung, für ein gesundes Arbeitsklima zu sorgen. Kandidaten, die sich für eine Stelle bewerben, wollen natürlich in einem Unternehmen arbeiten, das ihnen eine positive und angenehme Arbeitsatmosphäre bietet. Ein positives Arbeitsklima kann also dazu beitragen, dass sich mehr qualifizierte Arbeitskräfte bewerben und das Unternehmen somit eine größere Auswahl an Talenten hat. Es gibt so einige Möglichkeiten, die du ergreifen kannst, um das Arbeitsklima positiv zu gestalten. Dazu gehört zum Beispiel die Förderung der Teamarbeit oder der Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern, die Einführung von flexiblen Arbeitszeiten und die Bereitstellung von Fortbildungsmöglichkeiten. Auch die Führungsstruktur und die Art der Kommunikation innerhalb des Unternehmens spielen eine wichtige Rolle für ein gutes Arbeitsklima. Du kannst zum Beispiel mit Team-Events oder einem regelmäßigen internen Austausch den Zusammenhalt innerhalb des Teams stärken. Befrage dein Team direkt, welche Probleme es aktuell gibt und was ihr daran verbessern könntet. Fazit: Das Thema Recruiting reicht viel weiter als nur bis zur Mitarbeitersuche. Alles, was intern in deinem Unternehmen abläuft, wird auf irgendeine Art und Weise nach außen getragen. Du als Unternehmer kannst viel dafür tun, ein gutes Arbeitsklima zu schaffen und erhältst damit zufriedene Mitarbeiter, die am Ende sogar auch Werbung für dein Unternehmen machen. Und wenn du noch mehr über das Thema Recruiting wissen möchtest, schau dir doch einfach mal hier unsere anderen Videos zu dem Thema an. Wir sehen uns beim nächsten Video.